Bedtime 2. Die Zeit danach. Nachdem ich hier von diesem schrecklichen Ereignis, welches mir widerfuhr, erzählt habe, haben mich viele dazu ermutigt, über die Zeit danach zu reden. Ich weiß nicht so recht, ob dies so eine gute Idee ist, denn ich fühle mich unsicherer, seit ich mein Schweigen gebrochen habe. In den letzten Nächten habe ich nicht sonderlich gut geschlafen. Wie auch immer, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich werde euch nun erzählen, was in dem neuen Haus passiert ist. Dies wird nicht sonderlich lang sein, da es nur ein paar Tage dauerte, aber glaubt mir, diese paar Tage waren mehr als genug. Wenn du dich recht erinnerst, zog ich ein Jahr nach dem Verschwinden meines unwillkommenen Besuchers in ein anderes Zimmer. Dieses war um einiges größer als das vorherige und fühlte sich warm und angenehm an. Manche Orte fühlen sich nun mal nicht gut an. Mein vorheriges Zimmer fühlte sich schlecht an, aber dieses hier nicht. Glücklicherweise hatte ich hier ein neues Bett, ein gewöhnliches Einzelbett. Mein altes wurde auseinandergenommen und weggeschmissen. Was ich nicht gerade schlecht fand, möchte ich anmerken. Ich liebte mein neues Zimmer, ich genoss den vielen Platz für meine Spielsachen. Ich war glücklich, dass dieser Raum groß genug war, dass ich in ihm mit ein paar Freunden spielen konnte, aber am meisten war ich erleichtert, aus diesem seltsam böse erscheinenden Teil des Hauses raus zu sein. In der ersten Nacht schlief ich so tief wie seit langem nicht mehr. Aber natürlich zog ich mein Bett ein ganzes Stück von der Wand weg. Meiner Mutter erzählte ich einfach, dass ich dies tun würde, damit meine Freunde und ich die so entstandene Lücke zwischen Bett und Wand zum Verstecken nutzen könnten. Am nächsten Tag wachte ich frisch und entspannt wieder auf. Als ich später noch in meinem Bett lag und ein paar meiner Lieblingscartoons auf einem kleinen, tragbaren Fernseher schaute, bemerkte ich etwas Seltsames. Ein alter, dunkelbrauner Schaukelstuhl türmte sich groß und bedrohlich am Fußende meines Bettes vor mir auf. Er war ausgefranst und abgenutzt. Mein Cousin hatte ihn uns mal als Teil einer Möbelgarnitur geschenkt, aber auch da schon sah man ihm sein Alter an. Der Schaukelstuhl an sich war auch nicht ungewöhnlich. Er beunruhigte mich nur, weil ich mir sicher war, dass er am vorherigen Abend noch zur Wand gerichtet war. Nun, im Licht des Tages, stand er zu mir gerichtet. Ich nahm an, dass einer meiner Eltern ihn umgedreht hatte, als er nach etwas suchte, das sie dort vergessen hatten, bevor wir die Zimmer tauschten. Die zweite Nacht war nicht ganz so ruhig. Es war so etwa 23 Uhr und ich konnte den Fernseher von der anderen Seite des Hauses hören. Der Raum lag zum Großteil im Dunkeln. Das einzige Licht schien schwach von den Straßenlaternen draußen durch mein Fenster herein. Ich war aber zufrieden. Alles war in Ordnung, bis ich ein leises, unverwechselbares Geräusch hörte. Zuerst dachte ich, es wäre das Geräusch meines eigenen Atems, doch als ich dann für einen kurzen Moment die Luft anhielt, hörte ich das fast schon unhörbare Atmen eines anderen. Es fuhr fort, rhythmisch und pausenlos. Ich lag da in der Dunkelheit. Und da ich mich noch von dem Terror, den mir dieses Ding im vorherigen Zimmer bereitet hatte, erholte, war ich vollkommen verängstigt. Das Atmen schien so weit weg und ähnelte so wenig dem Keuchen dieses anderen Wesens, dass ich ruhig blieb. Doch auch damals schon war dieses Geräusch so schwach, dass ich fast schon dachte, ich hätte es mir nur eingebildet. Trotzdem ging ich kein Risiko ein. Ich stieg aus dem Bett, ging durch den Raum und schaltete das Licht an. Das Geräusch war weg. Ich sah auf den alten, abgenutzten Schaukelstuhl, der noch auf mein Bett gerichtet war, ging zu ihm und drehte ihn um. Ich hatte keinen wirklichen Grund, das zu tun, aber der Gedanke an etwas, was darin sitzt und mich im Schlaf beobachtet, bereitete mir eine Gänsehaut. In der dritten Nacht war ich nicht so furchtlos. Erneut wachte ich in der Dunkelheit auf. Ich starrte an die Decke, welche so schien, als würde sie das schwache Licht, welches hereinschimmerte, absorbieren. Der Baum vor meinem Fenster wog sich in einer schwachen Brise sanft hin und her und warf seltsame Schatten durch den Raum. Ich hörte nichts,
bis auf das entfernte, permanente Summen des nächtlichen Verkehrs. Gerade als ich wieder langsam einschlief, hörte ich es. Ein Knarren vom Fußende meines Bettes, als würde sich etwas bewegen oder sich mit seinem ganzen Gewicht auf dem Boden platzieren. Ich hob meinen Kopf und starrte in die Dunkelheit, doch ich sah nichts Ungewöhnliches. Alles war, wie es auch schon am Tage zuvor gewesen war, alles stand an seinem Platz. Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen, mehrere Comics auf dem Fußboden, ein paar Kartons, welche immer noch nicht ausgepackt waren, der Schaukelstuhl, unbewegt, nach wie vor von mir, von meinem Bett abgewendet, da war nichts Unheimliches. Als ich dann da im Bett saß und noch überlegte, hörte ich es wieder. Ein leises Knarren, gefolgt von einem Geräusch. Das Geräusch sehr geringer Bewegungen. Ich sah wieder durch den Raum, die verschwommenen, orangenen Schatten von den Blättern des Baumes schienen nun eine bedrohliche Form anzunehmen. Ich sah immer noch keinen Grund, mir Sorgen zu machen. Ich sah wieder auf den Schaukelstuhl am Ende meines Bettes. Nach wie vor nichts Ungewöhnliches. Es ist normal, dass das Gehirn eine Weile braucht, um wahren Horror zu erkennen, wenn er sich direkt vor einem befindet. Es braucht eine Weile, dies zu verarbeiten und verwandelt diese in einen Moment der eiskalten Erkennung. Ja, ich sah auf den alten, abgenutzten Schaukelstuhl in der Dunkelheit. Aber ich sah auch auf die Person, die in ihm saß. In dem schwachen Licht konnte ich nur die Umrisse seines Hinterkopfes ausmachen. Der Rest war von der Rückenlehne des Schaukelstuhles bedeckt. Ich saß bewegungslos da, betete, dass meine Augen von der Umgebung getäuscht worden waren. Das leise Knarren, als es sich in seinem abgenutzten Thron bewegte, jagte mir eine riesige Angst ein. Das war nicht bloß ein Trick der Dunkelheit. Es lehnte sich auf die rechte Seite. Ich wusste, was es vorhatte. Es drehte sich um mich anzusehen. Es war schwierig, etwas zu erkennen. Selbst in diesem Raum schien es dunkler zu sein als an jedem anderen Ort auf dieser Welt. Ich sah etwas, was wie eine Ansammlung langer Finger schien, die sich langsam über die Lehne schob, dann noch eine. Der Raum lag in Stille gehüllt. Ich hörte nur die Geräusche dieses Dings, wie es sich langsam drehte, und das Klopfen meines rasenden Herzens. Zuerst konnte ich nur Umrisse ausmachen, doch dann hob es seinen Kopf und enthüllte zwei winzige Lichtpunkte in der Dunkelheit seiner tiefen Augenhöhlen. Es sah mich an. Ich schrie, und im nächsten Moment ging das Licht an und meine Mutter und mein Bruder standen im Raum, fragten, ob ich einen Albtraum gehabt hatte. Ich saß sprachlos da, erkannte sie kaum und starrte auf den nun leeren Schaukelstuhl. Ich blieb nur noch für wenige weitere Tage in diesem Zimmer, bevor wir plötzlich umzogen. Während diesen Nächten geschah nichts Ungewöhnliches mehr, bis auf die letzte Nacht, in der ich aufwachte, weil ich warme Luft spürte von etwas, was mir ins Ohr atmete. Ich sprang aus dem Bett und schlug auf den Lichtschalter. Das Geräusch des langsamen rhythmischen Atmens von etwas Ungesehenem blieb, lauter als zuvor. Den Rest der Nacht verbrachte ich auf dem Sofa im Wohnzimmer. 2 Jahre später schlief ich friedlich in meinem Bett im neuen Haus. Es gab keine weiteren Ereignisse und ich war sicher, was auch immer mich in dieser kleinen, durchschnittlichen Vorstadtwohnung geplagt hatte, auch dort blieb und für immer aus meinem Leben verschwunden war. Aber trotz allem blieb mir ein Abschiedsgeschenk. Meine Qualen, und meiner Meinung nach war dieses Ding aus dem Schaukelstuhl nicht dasselbe wie das aus der Wand, hielten noch eine Überraschung für mich bereit. Für einen letzten schrecklichen Moment spürte ich die Präsenz dieser Wesen. Ich lag 2 Jahre nach unserem letzten Aufeinandertreffen in meinem Bett und schlief tief und fest. Ich war in einem Albtraum gefangen und erleichtert, als ich aufwachte und mich in meinem sicheren, gemütlichen Bett wiederfand. Der Raum war dunkler als sonst. Ich stieß einen Seufzer aus, der Traum war vorbei. Doch der Raum war so dunkel. Ich konnte nicht sehen, als wäre das gesamte Licht herausgesogen worden. Ich kicherte etwas, als ich bemerkte, dass ich während des Schlafens meine Decke über mein Gesicht gezogen hatte. Die Decke war angenehm kühl,
doch die Luft war etwas zu warm. Gerade als ich die Decke wegziehen wollte, hörte ich es. Zum allerletzten Mal hörte ich es. Das rhythmische Atmen vom Fußende meines Bettes. Angst ergriff mich, gefolgt von Ärger und Verzweiflung. Warum konnte es mich nicht in Ruhe lassen? Dann tat ich etwas anderes als sonst. Ich entschied mich, mit ihm zu reden. Vielleicht wollte mir dieses Ding nichts tun. Vielleicht wusste es nicht, was für eine Angst es mir machte. Als das Atmen lauter wurde und näher kam, begann ich zu weinen. Ich konnte seine Präsenz auf der anderen Seite der Decke spüren, seinen Atem über mir, wie stehende Luft. Unter Tränen äußerte ich drei Worte, die sicher all dem ein Ende setzen würden. »Bitte hör auf!« Sein Atem veränderte sich. Es kam mehr in Bewegung, wurde schneller. Ich nahm Bewegungen neben mir wahr. Dann schwebte das Atmen erst zum Fußende des Bettes zurück, danach einmal quer durch den Raum, durch die Tür auf den Flur und dann verschwand es dort. Halb weinend, halb begeistert, lag ich nach wie vor in der Dunkelheit. Mein Gesicht war immer noch von der Decke bedeckt. Du würdest das vielleicht als Sieg abstempeln. Ich aber tat es nicht. Falls diese Dinge echt waren, wusste ich nahezu sicher, dass ich ihre Absichten doch nicht falsch ausgelegt hatte. Sie waren verdreht und gefüllt mit Böswilligkeit. Normalerweise benutze ich dieses Wort nicht, um etwas zu beschreiben, aber dieses Ding ist so böse, wie ich hoffe, nie zu werden. Woher ich das weiß? Ich erzähle es dir. Wenige Momente, nachdem dieses Ding schien, das Haus verlassen zu haben, drückte mir etwas mit großer Kraft die Decke gegen mein Gesicht. Ich spürte, wie eine große Hand mit langen Fingern meinen Kopf umklammerte, die Fingernägel scharf wie Rasierklingen. Ich schaffte es, mich aus dem Bett zu rollen und zu fliehen, schreiend aus dem Zimmer zu rennen und meine Familie zu wecken. Man kann es nicht leugnen. Dieses Wesen versuchte mich zu ersticken. Es wollte mich töten. Bedtime 3. Meine Ängste wurden wahr. Vor ein paar Tagen habe ich hier bereits von zwei albtraumhaften Erlebnissen berichtet. Das solltet ihr euch besser erst anhören, um wirklich zu verstehen, was ich hier berichte. Bisher war ich gezwungen zu schweigen, da ich Angst hatte, dass diese Dinge mich einholen und mein Leben erneut ins Chaos stürzen würden, sollte ich darüber reden. Ich habe diese Angst besiegt, indem ich meine Geschichte nun doch mit anderen geteilt habe und die Erlebnisse als das enttarnt, was ich glaubte, was sie sind, die Einbildung eines ängstlichen Kindes. Mein ganzes Leben berief ich mich auf Rationalität und setzte auf meine Skepsis. Das machte mich zu dem, was ich jetzt bin. Doch heute Morgen offenbarte sich mir ein Beweis, ein sicherer, physischer Beweis für das, was ich nicht kenne, aber was auch nicht ignoriert werden kann. Es kommt mir seltsam vor, dass die letzten Tage, nachdem ich mein Schweigen gebrochen hatte, so seltsam voller Besorgnis und Unglück steckten, dass ich mich nicht mehr auf konventionelle Erklärungen verlassen kann. Nachdem ich von meiner Kindheit berichtet hatte, folgte ein überwältigendes Gefühl der Unbehaglichkeit. Anfänglich schob ich das noch auf die Angst, die wiederkehrte, nachdem ich durch das Erzählen dieser traumatisierenden Ereignisse erneut genauestens im Kopf durchgegangen bin. Doch als die Tage vergingen, fühlte es sich an, als wäre da noch mehr. Das Gefühl von nahendem Verderben schob sich in meine Gedanken. Obwohl ich einigermaßen gut schlafen konnte, fand ich keine Ruhe. Jeden Morgen wachte ich auf und fühlte mich, als hätte ich jahrelang kein Auge zugetan. Es geschah nichts Seltsames. Keine nächtlichen Besucher, keine unwillkommenen Bettgenossen, kein keuchendes Atmen aus den Wänden. Doch trotz all dem plagte mich das seltsam unbekannte Gefühl, dass ich nicht allein war. Versteh mich nicht falsch, es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass jemand mit mir in dem Zimmer war. Ich sah, hörte und roch auch nichts Übernatürliches. Aber ich spürte etwas schwach am Rande meines Bewusstseins. Etwas ist auf dem Weg zu mir. Etwas kündigt sich an wie die ersten schwachen Stöße stehender Luft aus einem U-Bahn-Tunnel, welche die Ankunft eines unaufhaltsamen Monstrums ankündigten,
überraschend, doch erwartet. Dieses seltsame Gefühl wuchs mit jedem Tag, der verging. Es schob sich unter meine Haut und tief in meinen Kopf wie ein Krebsgeschwür. Ich versuchte, meine Aufmerksamkeit auf ein paar Schreibprojekte zu richten, meinen Verstand mit anderen Gedanken zu füllen und keinen Platz mehr für diese Erinnerungen zu lassen. Doch das half nichts. Meine Angst wuchs, bis ich an nichts anderes mehr denken konnte. Ich musste etwas unternehmen. Damals hatte ich an der Universität jahrelang Psychologie studiert und weiß daher, dass Angst oft aus Kontrollverlust entsteht. Daher ist die effektivste Methode, dagegen vorzugehen, die Kontrolle wiederzuerlangen. Und das hatte ich vor. Nenn es dumm, aber ich plante, zurück zu diesem Ort zu gehen, zurück zu diesem Haus, wo all diese unvergesslichen Ereignisse stattfanden. Ich wollte mich selbst mit diesen Erinnerungen konfrontieren und mir zeigen, dass all das Unsinn ist. Die Fahrt zu meinem alten Haus würde stundenlang dauern, aber das machte mir nichts aus. Ich war zuversichtlich, gespannt und gut gelaunt. Ich hatte die Kontrolle wiedererlangt und nichts konnte mich nun davon abhalten, mir selbst zu zeigen, dass dieser Ort, den ich mein Leben lang gefürchtet hatte, nichts anderes war als ein gewöhnliches, langweiliges, harmloses, kleines Haus, mitten in einer durchschnittlichen Vorstadt war. Fröhlich fuhr ich erst die Landstraße und dann die Autobahn entlang. Dann schaffte ich es endlich in die Stadt. Nach und nach kamen mir die Straßen bekannter vor. Erinnerungen an Spiele mit Freundinnen der Nachbarschaft brachen über mich herein. Ein Spielplatz mit meiner Lieblingsrutsche. Eine kleine Wiesenfläche, wo wir immer Fußball gespielt hatten. Der Schulhof gefüllt mit Versteckspielen und längst vergangener Freundschaften, von denen mich bestimmt jeder schon vergessen hatte, die ich aber niemals vergessen würde. Meine Gedanken verschwanden so sehr in diesen wunderbaren Erinnerungen, dass ich es fast nicht mitbekam, wie ich in die Straße einbog, in der ich früher gelebt hatte. Sie war lang und verschwand weit hinten in einer scharfen Kurve. Es war eine ziemlich alte Gegend, schon lange vor der Erfindung des Autos gebaut. Das erkannte man vor allem an den schmalen Straßen, die ein seltsam klaustrophobisches Gefühl verursachten, als würden die Häuser sich höhnisch vorbeugen und einem boshaft nachstarren. Ich verlangsamte mein Tempo und sah mir jedes Haus, an dem ich vorbeifuhr, genau an. Sie sahen sich alle ziemlich ähnlich. Dann plötzlich begann mein Herz schneller zu schlagen und mir lief ein Schauer über den Rücken. Da war es. Da stand mein altes Haus. Es war schon spät am Abend und die Straßen lagen leise und verlassen da. Ich sah es an und fragte mich, wie solch ein gewöhnliches Haus mir so viel Angst einjagen könnte. Anfänglich hatte ich geplant, es mir nur von außen anzusehen, um es für mich als einfaches Gebäude ohne unerklärliche Phänomene abzustempeln. Doch als ich parkte, atmete ich tief durch und bevor ich es mitbekam, war ich schon aus dem Auto ausgestiegen, ging zu dem alten Metalltor, dessen helles Blumenmuster bereits vergraut ist und dessen grüne Farbe schon zum Großteil abgeblättert ist und nichts als Rost unter sich enthüllte. Ich strich mit meinen Fingern über dessen unebene Oberfläche und es stieß mit einem leisen Keuchen vorsichtig auf. Als ich den kurzen Weg zum Haus entlang ging, fiel mir auf, wie verkommen der Garten war. Ich dachte mir, was für eine Verschwendung das sei. Der ganze Rasen war voller Unkraut und hohe, seltsame Pflanzen. Doch als ich dem Haus näher kam, bemerkte ich, warum das so war. Das Gebäude stand leer. Wieder schauderte ich und als meine Angst wuchs, redete ich mir einen Spruch ein. Die einfachste Erklärung ist meist die richtige. Ich nahm an, dass das Haus zum Verkauf stünde und der Besitzer einfach nichts auf den ersten Eindruck hält. Doch als ich mich umschaute, konnte ich kein zu verkaufen Schild entdecken und auch sonst nichts, was auf so etwas hinweist. Das Haus schien wirklich so, als wäre es verlassen und vergessen worden und würde nun allmählich verrotten. Die Fenster waren zu verdreckt, um hindurchzusehen, also ging ich ums Haus herum und fand tatsächlich noch ein paar Fenster, durch die ich hindurchsehen konnte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass so ein heruntergekommenes Haus komplett leer sein würde, doch ganz im Gegenteil. Es war gefüllt mit Gegenständen des modernen Alltags. Ich sah einen Fernseher in einer Ecke des Wohnzimmers stehen, einen Esstisch, auf dem ein Haufen alter Zeitschriften verteilt war, verschiedene Möbelstücke, die nur darauf warteten, wieder benutzt zu werden,
und ein paar Kaffeebecher auf einer Fensterbank, noch halb voll und mit Schimmel überzogen. Ich hätte tatsächlich geglaubt, dass hier noch jemand wohnen würde, wäre nicht alles mit einer dicken Staubschicht und sogar ab und zu ein paar Spinnennetzen bedeckt. Es schien, als wären die ehemaligen Bewohner ganz plötzlich geflohen und nie zurückgekehrt. Ich kämpfte mich durch das hüfthohe Gras und erreichte letztendlich dieses harmlose kleine Fenster auf der Rückseite des Hauses. Allein der Anblick bereitete mir schon ein ziemlich ungutes Gefühl. Doch das lag wohl eher an den Erinnerungen, als an dem Gefühl, beobachtet zu werden, wie es früher immer der Fall war. Als ich hindurchsah, schien der Raum unheimlich unverändert. Es gibt zwar nicht viel, was man an so einem kleinen, engen Raum verändern kann, doch durch das verdreckte Glas schien er genauso, wie er war, als ich dort gelebt hatte. Ein Bett, ein paar Regale und scheinbar auch ein paar Spielsachen auf dem Boden. Sofort packte mich Wut, doch ich schüttelte sie schnell wieder ab. Dieses Zimmer war eindeutig das eines Kindes. Und der Gedanke daran, dass dieses Wesen ein anderes, unschuldiges Kind gequält hatte, füllte mich mit Verachtung und in mir wuchs das Gefühl, jedes Kind auf dieser Welt vor dieser Abscheulichkeit zu beschützen. Als ich auf die Wand sah, an der das Bett stand, wurde ich fast ohnmächtig. Für einen Moment, einen wirklich winzigen Moment, dachte ich, die Bettdecke hätte sich bewegt. Mehr als das, ich könnte schwören, ich hörte durch das Glas hindurch ein keuchendes Atmen. Ich schloss meine Augen und redete mir ein, dass das nur Einbildung gewesen sei. Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich nichts außer einem leeren Schlafzimmer. Keine bösen Geister, nichts Übernatürliches, nur ein Raum, nicht mehr und nicht weniger. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, als ob das erste Mal seit Tagen alles mit der Welt wieder in Ordnung sei. Das war vielleicht Wunschdenken, doch ich hatte wirklich das Gefühl, mir selbst gezeigt zu haben, dass dort nichts war, vor dem ich Angst haben müsste. Es begann dunkler zu werden und ich wollte noch vor Einbruch der Nacht wieder zu Hause sein. Ich war froh, meine Angst hinter mir gelassen zu haben, doch es gab noch eine Sache, die ich erledigen musste. Als wir das Haus damals verließen, geschah alles so plötzlich. Als Kind war es ziemlich schwer, alles, was ich kannte, zurückzulassen. Und so gab es eine Sache, an die ich immer denken musste. Am Ende des Gartens stand eine große Platane, welche so aussah, als wäre sie älter als das Haus. Ich war überrascht, wie wenig sie sich verändert hatte. Ich bin älter geworden und fortgezogen. Doch die alte Platane stand so da wie zuvor, eine nahezu freundliche Erscheinung. Ich glaube, es ist ganz normal für ein Kind, irgendwo einen Ort zu haben, wo man Dinge versteckt. Es ist oft die erste Erfahrung damit, etwas für sich allein zu besitzen, worüber niemand anderes sonst verfügen kann. Mein Versteck dieser Art befand sich etwa auf der Hälfte der Platane. Ich glaube, ich habe etwas dämlich ausgesehen, aber ich kletterte glücklich den Baum herauf. Natürlich hatten sich die Zweige verändert, doch die Erinnerungen an Spielen im Schatten der Äste, daran, ein kleines Stück der Welt ganz für mich allein zu haben, schienen klar und deutlich. Es war bemerkenswert, wie viel letztendlich in all den Jahren unverändert geblieben ist. Auf halbem Weg nach oben stoppte ich und musste lächeln. Im Stamm war ein kleines Loch. Ich weiß nicht, ob von einem Tier oder einem vor langer Zeit abgebrochenen Ast, aber in dieser kleinen Höhle bewahrte ich all die Dinge auf, die meine Eltern mir sicher weggenommen hätten, weil sie für mich ungeeignet wären. Meist waren das Dinge, deren Wert an sich gar nicht so groß war, oder Schmuggelware von Zwillen und Rauchbomben. Manchmal hatte ich auch gar keinen Grund, diese Dinge zu verstecken, doch als Kind fand ich es spannend, ein Geheimnis zu haben. Die Höhle war dunkel und gefüllt mit den halb verrotteten Blättern der letzten Herbste, doch ich griff hinein, um zu sehen, was noch dort war. Ich konnte es nicht glauben. Ich fand tatsächlich ein Spielzeug, was ich vor Jahren dort versteckt hatte. Ich fühlte das Plastik, die Form war unverwechselbar, doch durch das Laub und die Dunkelheit konnte ich es nicht sehen. Ich bemühte mich, es aus dem dicken, feuchten Gemisch aus verrottetem Laub und Regenwasser zu befreien, doch es schien zwischen ein paar kleinen Zweigen zu stecken. Der Grund, warum ich so aufgeregt war, war der, dass ich dort eines meiner Lieblingsspielzeuge zurückließ, ein kleiner Soldat des Ersten Weltkrieges aus Plastik. Es hört sich vielleicht nicht nach sehr viel an,
Doch mir bedeutete er sehr viel. Mein Großvater war gestorben, noch bevor ich geboren wurde, und meine Familie erzählte oft von seiner Zeit in beiden Weltkriegen, also spielte ich mit diesem Soldaten diese Abenteuer nach, wobei der kleine Soldat die Rolle meines unerschrockenen Großvaters einnahm. Damals dachte ich, dieser Ort wäre das ideale Versteck für ihn. Die Begeisterung verwandelte sich schnell in Ekel. Mir wurde übel, als ich den Soldaten herauszog, denn es war kein Spielzeug, sondern etwas völlig anderes. Vorher am Grund des Loches im Baum, nun in meiner Hand, befanden sich die sterblichen Überreste eines kleinen Tieres. Die Knochen waren durch meinen Griff gebrochen und verfaulte Fell- und Fleischreste hingen zwischen meinen Fingern hervor. Als dann der starke, verrottende Geruch des Todes in meine Nase kroch, fiel ich fast vom Baum. Vorsichtig kletterte ich wieder herunter. Sonst war da nichts in dem Baum. Mein Spielzeug war weg. Wahrscheinlich hatte es in all den Jahren doch ein anderes Kind gefunden und mitgenommen. Das, was noch von dem armen Tier übrig blieb, vergrub ich unter etwas lockerer Erde am Fuß des Baumes. Sofort verließ ich diesen Ort wieder. Trotz dieses unglücklichen Fundes fühlte ich mich ziemlich gut. Ich hatte wirklich den Mut aufgebracht, dieses Haus noch einmal zu besuchen. Und zu sehen, wie gewöhnlich es doch war, gab mir das Gefühl, wieder Herr meiner Sinne zu sein. Ich wollte nicht mehr als eine natürliche Erklärung. Ich verabschiedete mich von dieser Gegend, ließ diese Erinnerungen ein für alle Mal hinter mir und fuhr nach Hause. Als ich auf die Autobahn einbog, sickerte langsam etwas aus meinem Unterbewusstsein. Erst ignorierte ich es, dachte, ich bilde mir das nur ein. Doch als auch die letzten Sonnenstrahlen hinterm Horizont verschwanden, spürte ich in mir einen unaufhaltsamen Drang wachsen. Ich spürte, dass ich diesem Drang unter allen Umständen folgen musste, da mir sonst etwas Schreckliches passieren würde. Ich will nach Hause. Ich beschleunigte und überholte die anderen Autos. Dabei sah ich immer wieder in den Rückspiegel, ob ich verfolgt wurde. Ich muss nach Hause. Ich beschleunigte noch mehr. Schaute nur noch in den Rückspiegel, als würde ich vor etwas Unsichtbarem flüchten. 70, 80, 100 Meilen pro Stunde. Ich raste über den Asphalt, hubte, schrie, während der Schweiß an mir herablief. Was geschah hier? Bitte, lass mich nach Hause. Ich umklammerte das Lenkrad mit meiner ganzen Kraft, als ich auf die Landstraße einbog, die direkt zu meiner Stadt führte. Die Straßen waren alt und rissig. Alles war verlassen und lag in unheilverkündender Dunkelheit. Ich stellte meine Scheinwerfer auf Fernlicht und atmete erleichtert auf, als ich in der Ferne ein anderes Licht sah. Diese Angst, die mich auf der Autobahn ergriff, schien weniger zu werden. Trotzdem sah ich noch zu oft in den Rückspiegel, um sicherzugehen, dass mir niemand folgte. Ein seltsamer Gedanke. Zu denken, dass mich irgendetwas verfolgt und dafür andere in Gefahr bringen? Verrückt. Trotzdem, verrückt oder nicht, ich hatte den Drang, so schnell wie möglich dort zu verschwinden, und trotz, dass ich es geschafft habe, meine Gedanken wieder zu kontrollieren, sehnte ich mich durch die verlassenen Straßen, auf der ich mich befand, nach meiner eigenen Straße, meinem Haus, meinem Bett. Nervös durchquerte ich die kurvigen Straßen, die sich durch die Landschaft zogen. Als ich eine Straßenlaterne als erstes Anzeichen auf die Stadt erblickte, fühlte ich eine Erleichterung, wie ich sie nur selten zuvor gespürt hatte. Ich parkte vor meinem Haus, drehte den Motor ab und saß für einen Moment in der Stille da. Dieser Quatsch musste aufhören. Wesen, die aus der Wand kommen, die mich nachts beobachten, all das war Wahnsinn. Morgen würde ich wieder ganz von vorn anfangen, nicht mehr von irgendwelchen Kindheitserinnerungen schreiben, keine angsterfüllten Nächte mehr durchleben. Alles würde wieder normal werden. Ich gehe zur Arbeit, verbringe Zeit mit meiner Freundin und vor allem meinen Glauben an Wissenschaft und Rationalität wiederherstellen. Dann beugte sich das Ding vom Rücksitz zu mir vor, packte an meine Schulter und blies mir von hinten seinen fauligen, ranzigen Atem aus den tiefsten Tiefen seiner Lunge in den Nacken. Ich warf mich gegen die Tür, meine Arme fuchtelten auf der Suche nach dem Griff wild umher. Panik ergriff mich, eine Panik, die ich nur zu gut von damals kannte, als ich vor all den Jahren in diesem ekligen Raum wach im Bett lag. Die Luft in dem Auto war kühler geworden, doch das war nichts im Gegensatz zu den eiskalten Fingern, die sich in meine Schulter bohrten.
Ich dachte wirklich, ich würde sterben, dass dieses Ding endlich seinen Willen bekommen würde. Endlich kam mir der Türgriff in die Finger. Ich riss sie auf und fiel vom Fahrersitz auf den Boden. Für einen kurzen Moment dachte ich, etwas im Rücksitz gesehen zu haben. Ein Wesen, das einen dünnen alten Mann ähnelte. Auf seinem Gesicht ein verdrehtes, verzerrtes Grinsen, das wortwörtlich von einem Ohr zum anderen reichte. Zum Glück war sonst niemand da. Ich muss wie ein totaler Irrer ausgesehen haben, denn das Auto war leer. So schnell es ging, schnappte ich mir die Schlüssel aus der Zündung und trat die Tür zu, um sie für die Nacht abzuschließen. Schwankend ging ich den Weg entlang und trat in mein Haus. Ich bin ehrlich, ich hatte mich an diesem Abend in den Schlaf getrunken. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich Beweise habe, wirkliche, physische Beweise für etwas Übernatürliches. Bestimmt fragst du dich jetzt, was dieser Beweis ist. Nun, ich könnte sagen, dass dieser Beweis die Wunde in meiner Schulter ist, die mich immer wieder zum Schaudern bringt. Oder das aufgebrochene Schlafzimmerfenster, welches ich heute Morgen entdeckte, dessen Bruchspuren eindeutig von Klauen stammen oder sonst was. Aber nein, nichts von all dem erschreckt mich so sehr, wie dieses eine, was ich sofort bemerkte, nachdem ich aufwachte. Die simpelsten Botschaften sind meistens die schrecklichsten. Als ich aufwachte, lag auf meiner Brust der Soldat, den ich als Kind versteckt hatte, in zwei Hälften durchgebissen.